das Wort, es schneidet mir ins Herz. Das kann man sich natürlich vorstellen, wenn man das Herz sozusagen herausgenommen hat aus dem menschlichen Körper. Es würde natürlich viel mehr bluten, aber irgendwann hört die Blutung auf, weil ja kein Nachschub mehr da ist. Und dann kann ich sozusagen dieses Herz schneiden. Dann habe ich das Wort ausgefüllt. Nicht? Herzzerreißend wäre natürlich ganz anders. Da müsste ich sozusagen nehmen und in Stücke reißen, was viel schwieriger ist, als man sich das vorstellt. Denn das ist ein sehr zäher Stoff. Gewissensbiss? Gewissensbiss. Die Schuld biss mir ins Herz. Nein, die Schuld beißt mir nicht ins Herz. Der Gewissensbiss, den gibt es. Bloß, wie beißt mein Gewissen? Beißt es mit den Zähnen? Ja, aber das wäre vielleicht zu naturalistisch. Ja? Man müsste vielleicht noch eine andere Wirkung finden. Ja. Deswegen, das mit dem Gewissen ist so eine Sache. Weil Gewissen steckt nicht in den Zähnen. Sicher nicht. Und es ist wo steckt das Gewissen? Im Kopf? Ich würde eher sagen, im Bauch. Ja. Und wie gesagt, aber es kann nicht beißen. Ja. Das ist also übertragen, der Sinn. Aber zum Beispiel, wenn hier in Bauchnähe oder beim Solarplexus, ja. Plötzlich sich ein zahnbewehrter Mund öffnet. Ja, wäre sehr unheimlich. Ja, Sie müssen sich das vorstellen, wie ein Haifischmaul sozusagen aus dem Körper sich öffnen würde. Das heißt, Sie haben Ihr Herz gerade Ihrer Geliebten gegenüber geöffnet. Ja? Nicht? Und jetzt zeigt sich auf Ihrem Leib, ja? Wo eigentlich unterhalb der Brüste, ja? Ein Haifischmaul. Ja. Das wäre sehr unheimlich. Sehr, sehr unheimlich. Und da drin, ganz tief drin, ist das Herz, das ich jetzt herausreißen kann. Ja? Und dann sozusagen vor der Geliebten zum Opfer bringen kann. Ja, ich kann es also zerschneiden, ihr zu... In dem aztekischen Stück, nicht? Ja, das ist dann mit einem Obsidianmesser, wird es dann sozusagen herausgeschnitten aus dem zuckenden Leib. Die Wiedergeburt des Gottes, ja, nicht? Oder die Wiedererscheinung des Montezuma, ja? Das ist es. Ja. Wie fühlt man sich? Man ist als Sieger, aber als Gott in Frankreich. Das hat man gar keine Zeit. Arbeit. Ja, nur Arbeit. Ich meine, man muss ja auch denken, was noch kommen wird. Jetzt hat man einen Sieg errungen. Okay. Sind aber, den Stupor die Franzosen im Moment ja hätten nicht für möglich gehalten, dass sie sozusagen so schnell besiegt sind. Eben, aber sie werden sich natürlich irgendwann wieder zusammen raufen und dann werden wir Schwierigkeiten bekommen. Das heißt, und also, das muss man jetzt vermeiden. Also sozusagen, Sie arbeiten jetzt von jetzt, Tag Null, bis zu einem Jahr, nicht? Naja, vor allem, ich muss jetzt die Weichen stellen, dass die Sicherheit erhalten bleibt. Jetzt haben Sie ein eigenartiges Problem hier. Ja? Soll man dieses Grand Guignol Theater schließen oder nicht? Eine Kontroverse hier mit der Botschaft. Ja, also nach Rücksprache mit dem Reichssicherheitshauptamt sind wir der Meinung, dass die Erziehung zur Grausamkeit und Bildern der Grausamkeit schon in der Schule anfangen muss, auf dem Theater präsent sein soll. Ja, jedenfalls für unsere Soldaten ganz wichtig ist, dass sie sozusagen mit Grausamkeit umgehen können. Also im Reich, in Lichtspielhäusern, würde man dies hier mit Zensur belegen. Ja? Aber hier in Paris, für den Frontsoldaten, das ist eben, ja eine Auswahl, die hierher kommt. Eben, ja? Es sind ja nur Soldaten und nicht Frauen und Kinder.
Und Sie können das ja als Produkt des dekadenten Frankreichs betrachten. Ja? Ja, aber werden in Kontakt gebracht. Muss man auch, soll man auch. Es soll auch ganz klar sein, dass es eben, wie gesagt, nicht unsere Produktion ist, dieses Teatro Genial, sondern wir benutzen es, um zu zeigen, wozu Leute fähig als sind. Inneres Erlebnis sozusagen. Ja? Genau. Und den Sinn für die Front an der Front der Grausamkeiten, ja, nicht ja. zu stellen. Auch eben zu zeigen, wozu diese Leute, die wir jetzt besiegt haben, fähig sind. Nicht? Denn ich meine, nur wenn wir das erkennen und wissen, wie man damit umgehen kann, sind wir wirklich überlegen. Der Mann mit der eisernen Maske, die unschuldige Luise, zwei Brüder, Le Jardin des Supplices, also das hieße der Garten der Folter. Ja, Folter. Der Strafen. Das spielt in China. Ja. Ja. Jetzt hier Herrschaft des Terrors. Die Geschichte der Maxa. Das ist die beste Schauspielerin da. Ja. Das ist eine Bordellgeschichte. Ja. Die Folterkeller der Inquisition. Ja. Aber ja. Auch die Schneekönigin. Ja. Ja. Das sind also sozusagen die Stücke hier, die Namen der Stücke. Ja. Ja? Der Mann mit der eisernen Maske, das ist. Das ist der Königsbruder, der auf der Insel Monte Cristo gefangen gehalten wurde. Das ist eine Dumas-Geschichte. Ja. Und wie gesagt, Zeit seines Lebens hinter dieser eisernen Maske verschlossen war. Und das ist sozusagen fast eine Mythologie geworden. Es ist ja für Sie sozusagen als Praktiker, ja, wahrscheinlich sehr eigenartig, was hier alles geboten wird, wenn meinetwegen im Garten der Strafen, ja, eine Verhörszene gezeigt wird und dann wird das Auge, ja, mit glühenden Nadeln durchstochen, ja, dann würden Sie sagen, das kommt in einer Folter nicht vor. Unpraktisch. Nee, ich meine, es wird. Es gibt zwei Sachen. Es gibt die Blendung. Ja. Dafür sorgt man dafür, dass der nicht mehr sehen kann. Da ist es dann egal, wie groß der Schmerz ist. Ja, als Folter benutzt man es nicht. Nein. Nicht? Sondern es ist einfach das Ausschalten vor allem der Kaiser. Das ist für den modernen Verhörspezialisten ist einfach ein Mensch, der psychisch vernichtet wird durch Blendung, durch schmerzhafte Blendung, ja. Nicht? Eigentlich erledigt, der kann keine Auskünfte mehr geben. Eben, sondern es geht eigentlich um die Entwürdigung hochgestellter Persönlichkeiten, die dann eben sozusagen auf Hilfe von anderen angewiesen noch am Leben sind, aber wie gesagt blind. Ja, denk mal ihrer Machtlosigkeit. Das wäre eine mittelalterliche Strafart. Also dies, ja, oder Verstreckungsart oder Machtdemonstration des Verstreckers. Naja, es hat ja diese Geschichte gegeben, wo ein Herrscher die unterlegene Armee hat blenden lassen und damit Tausende von Invaliden Boten ihrer Niederlage. Ja. Wenn die nach Hause kommen, künden sie den Ruhm nicht des nur Siegers. Künden, ach Quatsch, darum geht es gar zeigen. Nicht. Sie lasten auf dem Volk, sie müssen jetzt versorgt werden. Sie sind Krüppel. Ja, das Volk ist erledigt. Also eine gewonnene Schlacht ist nichts gegen diese normalerweise lässt man die ja über die Klinge springen. Das wäre die Propaganda der Tat. Das ist überhaupt keine Propaganda, sondern es ist die Ausschaltung, man muss sich nicht mit Gefangenen herumschlagen. Ja. Ja? Deswegen lässt man sie über die Klinge springen. Ja. Hier macht man es ja noch viel perfider. Man lässt sie am Leben, aber verstümmelt und schickt sie zurück. Aber als Äußerung der Vitalität. Ja, aber es ist gar nicht eine Äußerung, das Volk ist erledigt. Das Volk hat jetzt nur noch damit zu tun, sich um diese Krüppel zu kümmern. Die können keine Armee mehr aufstellen. Kann man sagen, der Sieg hat eine Technik, die aber noch längst sicher. Nicht erforscht ist. Man kann im Mittelalter vieles sehen, ja, nicht? Und die tückischen Formen des Sieges der Kirche, ja, sind anders als die aufrichtigen, tatkräftigen Formen, ja, eines Herren, ja? Ja, nun sind byzantinische Kaiser nicht gerade ein Musterbeispiel für Aufrichtigkeit. Nein. Sondern sie können auch sehr perfide sein. Sind ja auch keine deutschen Kaiser. Nein. Pfeffer.
Ja. Sie sind jetzt hier in der Botschaft. Sie sind ursprünglich Philologe. Sie sind Chefredakteur in einer Rundfunkanstalt. Und Chefredakteur kann man gar nicht sagen, Rundfunkwart. Ja. Ich bin jetzt in Paris. Das ist der Traum. Hier wollte ich immer hin. Ihr Minister, ja? Ich wäre auch gerne hier. Ja, ja, sehr. Er telefoniert auch jeden Tag mit mir. Er wäre gern hier. Nun, ich vertrete ihn. Nun sind Sie ja sozusagen als Gebildeter, ja, eigentlich prädestiniert, Theater zu schützen. Und wollen aber hier das Grand Guignol verbieten, schließen lassen. Ja? Das Grand Guignol ist kein Theater. Das Grand Guignol ist ein Schandfleck, ein kultureller Schandfleck. Dass es hier so beliebt ist, dass es eine lange Tradition hat, bis ins letzte Jahrhundert, ist eine andere Geschichte. Es spielt in einem der übelsten Bezirke von Paris. Schon deswegen müsste man es verbieten? Naja, ich meine, man kann die Gegend um Montmartre, Clichy, Pigalle nicht verbieten. Sie ist einfach abreißen? Da. Ja, das ist jetzt, steht das nicht zur Debatte. Aber später mal nach dem Sieg könnte man noch mal prüfen, ja, ob man das ganze Paris nicht überhaupt umbaut. Ja? Nicht nach dem Würfen von Speer und des Führers. Ja? Ich wollte gerade sagen, Sie werden sich natürlich so sehr auch nicht um Paris kümmern. Vielleicht wird man wird vieles abreißen, aber man wird nicht so viel wieder neu aufbauen. Denn ich meine, das ist Paris nicht wert, die neue Hauptstadt des Reiches. Man könnte einfach die schönste Stadt für Champs-Élysées oder so etwas, Arc de Triomphe, nach Berlin. Ja? Das bauen wir doch lieber selbst. Ja. Das, wir haben das durch das Brandenburger Tor ja bewiesen, dass wir das können. Und ich meine, unser Rundfunkturm kann sich auch sehen lassen. Und man kann den etwas größer bauen. Dann hat man den Tour Eiffel auch eingeholt. Den sieht man ab. Staub der Seele. Und gewissermaßen, Sie sagen, die Grausamkeiten gehören in die Wirklichkeit und nicht auf die Theaterbühne. Ja, natürlich. Und da sind sie Pflichterfüllung. Ja, und sind einfach Sachen, die zu machen sind. Nun sagt der Standartenführer Schwennecke, dass sozusagen nichts die Pflichterfüllung so stählt und mit Erfahrung verbindet, als wenn man von Mitleid erregt mit den Leuten, die da gefoltert werden auf der Bühne, ja, hier sagt, und trotzdem muss es geschehen. Ja, ja. Es ist auch gar nicht so sehr Mitleid, das ich fürchte, sondern ich fürchte einfach, dass ich sozusagen die Umgebung dieser Stücke, in der sie spielen, ist subversiv. Also Sie haben den Boxeraufstand. Das ist ja das Jahr 1901. Ja, das ist vor allem China. China, und da ist ein Engländer, ein Brite, ja nicht, der gefangen genommen ist von einer chinesischen Mafia-Organisation, die jetzt die Opiumkriege am britischen Empire in Gestalt dieses einzelnen rächen will. Natürlich. Und sie foltert ihn mit dem bekannten chinesischen oder weniger bekannten chinesischen Foltern, die anfangen bei glühenden Nadeln unter die Fingernägel schieben, ja, bis zum Abschneiden einzelner Glieder. Was tut da am meisten weh? Das Glied, das abgeschnitten ist? Die Angst vorm Abschneiden tut weh. Also das nächste Glied, das noch dran ist, ist Gegenstand der Angst. Ja, ja, die Angst ist des Abschneiden werdens, nicht das Abschneiden, der Vorgang selbst. Und das ist doch, sagt Standartenführer Schwennecke, eine wichtige Information, ja, die der Lanzer ja von selbst nicht hat. Natürlich, das gebe ich ja zu. Bloß hier wird ja sozusagen sich dran delektiert über lange Zeiten. Das ist ja gar nicht notwendig. Denn man muss es sozusagen mit dem Ernst sehen, mit dem man Iphigenies, also Goethes Iphigenie, anblickt. Genau. Ich meine, es gibt Sachen, die getan werden müssen, die tut man dann auch, ja. Und man soll aber, wie gesagt, keine Freude daran empfinden. Aber das ist doch sozusagen gegenüber dem Theatervergnügen, ja, eigentlich eine falsche Idee. Schiller sagt, der Sinn des Spielerischen im Menschen. Sicher, aber dieses Theater ist ja auch kein Theater, wie ich eingangs sagte, sondern eine Perversion des Theaters. Es ist entartete Kunst. Heure die Freude.
fixé notre sort. Unis nos cœurs pleins de tendresse, ton amour, ton amour. Alles, was ich tue, und muss drastisch sein. Muss drastisch sein, bedrohend sein und ich muss stumm vor Entsetzen sein. Dann ist es wirklich beeindruckend. Und dann seufzt der Zuschauerraum auf. Das ist der große Moment des Erfolgs. Ja, aber nur, ja. Nur der Zuschauerraum muss so sein. Sechs Ärzte sind verteilt im Zuschauerraum, weil bis zu 3 Ohnmächte, ja, nicht pro Akt, ja, sind normal. Ja. Und während die einen Ärzte noch den Ohnmächtigen rausschleifen und versorgen, ja, muss schon der andere, ja, wieder bereitstehen. Aber auf der Bühne darf das alles nicht stattfinden. Ja. Die Bühne muss erhaben darüber sein. Die Bühne muss sozusagen das Entsetzen, ja, stumm, in einer stummen Größe darstellen. Und bei Ihnen aber, ja, würde in diesem Moment mit dem Bohrer, mit dem Drillbohrer, ein Eingeweide angebohrt oder der Hals durchbohrt oder von einem Ohr zum anderen Ohr, dass es hier wieder raussteckt. Vor allem, ich würde sagen, die Schädeldecke ist das, was man bohren kann. Ja, ich kann natürlich in ihr Auge bohren, ja. Nicht? Im Gran Guignol würde das dann so aussehen, ich mache das dann selber, ja. Und drehe dann, ja. Mhm. Nicht? Aber es hat natürlich etwas Komisches. Ja. Weil man selber täte das nicht. Nein, man sollte nicht fortfahren. Also so wie die Bohrerspitze, ja, in den Schädel ist der Schmerz so überwältigend. Dass ich aufhöre zu bohren. Ja? Natürlich, ja. Es kann nur jemand anders machen. Der Mensch kann sich's nicht selber antun. Nein. Was er anderen antun kann, kann er sich selbst nicht antun. Deswegen ist auch die Idee mit der Selbstblendung. Ja. Ist auch abwegig. Und gerade deswegen diese Herausforderung des Theaterabends. Ja? Ja. Das heißt, wenn das Unmögliche sichtbar gemacht wird, genau. Ja, dann ist nur im Theater möglich. Dann entsteht dieser Wuff, ja, im Publikum. Ja, ja. Bloß, wie gesagt, will ich diesen Wuff im Publikum. Ja. Ja. Naja, also die Deutschen wollen es nicht. Der eine will es mehr, der will einen Doppelwuff und der andere will ihn verbieten. Aber Sie sind ja der Praktiker davon. Ja. Bloß ich muss mich natürlich jetzt mit den Wünschen und Emotionen und der ganzen verquasten Gefühlswelt dieser deutschen germanischen Eroberer auseinandersetzen, die ja da auf der Höhe des Zeitalters nicht angekommen sind. Ja, und da seltsamerweise plötzlich Hemmungen haben. Ja. Ein rausgerissenes Auge zu zerbohren, ja? Oder ein Herz zu zerschneiden, das ich schon vom Körper gelöst habe, ja? Da muss ich keine Gefühle entwickeln. Aber das Unheimlichste ist in Ihrem Stück die Wärter des Leuchtturms. Ja? Was ist die Handlung davon? Ja, es sind auf einem Kliff ins Meer ragendem Leuchtturm, also vom Wasser von allen Seiten umspült. Und da ist Sturm. Ja, da kann kein Boot mehr hin und her. Nein, also sind völlig isoliert. Völlig eingeschlossen und isoliert. Es sind, glaube ich, 12 Personen
in diesen Leuchtturm eingeschlossen. Man weiß, einer davon hat eine tödliche Krankheit, aber man weiß nicht wer. Der Verdacht ist die Kontamination. Ja, es ist nicht so sehr, es ist das Unausweichliche. Sie wissen, dass sie alle früh oder später, ob mit der Leiche oder dem lebenden Infizierten zusammenkommen. Und dadurch töten sie sich jetzt auf Vorrat quasi, ja? Das vorher und keiner vor keinem ist mehr sicher in diesem sicherheitgewährenden Leuchthaus. Richtig. Leuchtturm. Und jetzt kommen von einem Fenster, das man auf der Bühne während sieht. Der ganzen Zeit, während der ganzen Zeit. Zur Untermalung der sind Bedrohung. Möwen, ja, die mit ihren harten Schnäbeln ja? gegen die Fensterscheiben anstürmen. Das sozusagen. Machen sie von hinter der Bühne mit? Das wird mit Besenstielen, wo vorne so Schnäbel montiert sind. Das Geräusch ist viel schlimmer als das Bild. Die Stille und dann das plötzliche Hack, Hack und dann wieder die Stille. Da sie keine Musik machen. Ja. Das wirkt eigentlich ohne Musik viel kräftiger. Also es ist ein geniales Stück. Nicht verbieten, Grand Guignol. Und Sie haben Forderungen gestellt, dass man hier jetzt sozusagen im Gegenteil deutsche Stoffe einmal ja, nach der Methode des Theaters der Grausamkeit inszeniert. Schillers Räuber beispielsweise. Was waren da Ihre Vorstellungen? Naja, man müsste vor allem mal zeigen, bisher wird ja über die Taten der Räuber in Schiller nur geredet. Ja. Da tritt ein Chor aber von kein Rednern Mensch, auf. Kein ja. Mensch sieht diese Leute sozusagen bei der Tat. Bei der Tat. Und das wollen wir doch mal sehen. Da weiß man doch heute eine ganze Menge drüber. Ja, nicht? Ja, und ich will auch die Reaktion des Betrachters haben. Ich will auch sehen, wie er das verarbeitet. Ja, wenn ich das nur erzähle, so eine Räuber, die... Was machen sie? Sie rauben? Ja, sonst muss ich mir nichts drunter vorstellen, nicht? Ja, die Texte von Schiller sind ja mehr so, dass sie für Freiheit eintreten. Oder ja, gut, Freiheit auch das noch. In den noch. Böhmischen Wäldern. Ja? Gut, auch das noch. Und das kostet einen Preis. Ja, ja, ja. Der Preis der Rücksichtslosigkeit gegenüber ja, ja. Einzelnen, die eben hier... Ja, ja, aber wenn ich dann zum Beispiel erstmal anreichern würde mit Stoffen, die uns ja seit dem Dreißigjährigen Krieg, seit dem Simplicissimus bekannt sind, ja... Nicht in allen Details, ja. Auch in Verhörsmethoden. Ja, in allen Details, ja. In Erpressungsmethoden, in Foltermethoden. Ein reicher Kaufmann, ja? Ja. Er ist ausgeraubt, ja. Er ist in den Händen der Räuberbande. Und jetzt soll er noch verraten, wo er was vergraben hat. Ja? Eben. Und dann wird eben der Arm ausgekugelt auf der Bühne. Das ist eine Methode, die den Vorteil hat, dass sie auf der einen Seite Schmerzen erzeugt, auf der anderen Seite hinterher kann man ihn wieder einrenken und es ist sozusagen nicht nachweislich. Auch wobei, tut sehr weh. Und wenn man daran wackelt noch, ja, noch mehr, jedes ja, Mal wieder. Natürlich tut das sehr weh. Folter, die nicht sehr weh tut, funktioniert auch nicht. Nein. Nee, das Wichtige bei Folter ist ja, das dass... Das gibt es nicht, Folter mit Betäubungsmittel. Also, nein. Jetzt, die Folter ist ein Versuch, ja, auf die Willenskräfte des Gegners ja, einzuwirken. Die Folter ja? ist ein Versuch, etwas zu erreichen, wobei man den Gegner am Leben lassen muss, sonst erreicht man es nicht, dass er sein Wissen preisgibt. Gibt er nun jetzt unter der Folter vielleicht auch Lügen, Unwirklichkeiten? Preis. Also nicht mal Lügen. Lügen fordert eine Anstrengung, die er unter den Anstrengungen der Folter ja, vielleicht gar nicht aufbringt, aber dass er verzerrte Wahrnehmung wiedergibt. Er muss sich darüber klar sein oder man muss ihm klar machen, dass er der Folter nicht entgeht, wenn er seine Angaben sich nicht als wahr erweisen. Das heißt, er kann sozusagen jetzt lügen oder er kann falsche Angaben machen, aus welchen Gründen auch immer, ja. Dann verwirrten Sinnes. Ja, ja, nicht? Gut, aber es hilft ihm nichts. Er bleibt in unserer Hand, wir lassen ihn ja nicht laufen. Sie haben ja einmal erzählt, dass ein Delinquent oder ein Verhörsgegner unter dem Eindrücken des Schmerzes einfach die Namen der Schüler, seiner Mitschüler der Schulklasse aufgesagt hat.
Ja? Ja. Einfach, weil etwas herausdrängte, was versuchte. Ja? Er wusste nichts. Ja? Das haben Sie Gott sei Dank aufklären können noch. Ja, ja, natürlich, vor allem ich habe ihn nicht laufen lassen, bevor ich verifiziert habe. Und dann stellte sich heraus, es stimmte nicht. Ja. Und wir haben dann sahen die, das Verhör und fortgesetzt. Und indirekt daraus geschlossen, dass er nicht log. Ja? Er hatte nichts mitzuteilen. Gut. Denn das ist ja die fürchterlichste Situation, in die Sie als Verhörsspezialist geraten. Ja. Wenn der andere nichts mitzuteilen hat. Gut, das muss ich ihm bis auf den Grund erproben und erforschen. Das geht auf und der meine Grund ist der Tod? Oder? Nein, der Tod ist eben nicht. Dann kommt ja nichts mehr raus. Muss ein Restleben übrig sein, muss ein Restleben übrig bleiben, ein Bodensatzleben übrig sein. Sonst hat das Ganze ja keinen Sinn. Und so sagen Sie jetzt, wie in einer Lehrveranstaltung sitzt das Publikum hier in Paris im Grand Guignol und übt sozusagen, ja, etwas auszuhalten, was eigentlich für die menschliche Einfühlung nicht aushaltbar ist. Dann ist das Publikum mir egal. Es geht darum, dass unsere Soldaten hier sitzen sollen und lernen sollen, wie man mit Schrecken umgeht. Mit Schrecken umgeht, wie man mit Schrecken sinnvoll umgeht. Nun sieht man hier auf der Bühne, wie zum Beispiel eigroße Augen, also Augenbälle, ja, umherkullern. Ja, gut. Ja, weil sozusagen das geblendet werden, die Verletzung des Auges. Ist das völlig, scheint völlig in der albern, menschlichen diese, Psyche. Diese Geschichte ist völlig grotesk. Der dein Auge, das auf der Bühne rumkullert, ist bereits aus dem Körper entfernt. Und tut nicht mehr weh. Tut überhaupt nicht mehr weh. Nee. Und was ich mit dem Auge mache, ob ich das in die Pfanne haue als Spiegelei oder ob ich es im Ganzen esse oder verfüttere, ist alles völlig Schnurz. Das ist grotesk, weiter aber nichts. Das Publikum also schwitzt und es gibt Ohnmachtsanfälle. Ja, natürlich. Wenn man in einem Auge, das aus dem Körper bereits entfernt ist, mit einer glühenden Nadel hineinsticht, ja. Obwohl es ja gar nicht mehr ein Hirn hat, das das empfindet. Richtig, aber das Auge hat innerhalb unseres Körpers eine so besondere Stellung, dass die Vorstellung, gar nicht mal die Tatsache der Verletzung, der Gefährdung bereits Pein verursacht. Das heißt, von der Evolution des Menschen her, ja, ist das Auge dasjenige, das geschützt gehört, deswegen die Lieder. Ja, und deswegen ist auch, wenn Sie Explosionen haben, die Leute schützen als erstes immer ihr Auge. Statt die Ohren zu schützen, weil das Trommelfell sich platzt. Tun sie überhaupt nicht, sie schützen immer die Augen. Ja. Also Notwendigkeitssetzer, das ist Kultur. Ich finde ja. Vor allem in diesen Zeiten und gerade hier in Paris darf sich jetzt nicht eine neue... Es kann ich keine Blöße geben. Ja, oder ja, eine neue Blöße sich öffnen, die wir gar nicht haben, die wir auch vermieden haben. Was sind Ihre Empfehlungen und die von Herrn Sieburg für die Pariser Theaterwelt? Außer, dass sie gelegentlich französische Stücke vorführen dürfen. In der Oper? Opern, ja, würde ich sagen, sind soweit oder ersetzt Klassik. Ja. Das ist Klassik. Wagner würde ich sehr bevorzugen, weil sie natürlich Themata behandeln, die uns am Herzen liegen. Oder aber KDF-Abende in Europa, das wäre auch was Gutes. Ja gut, dafür kann man auch teilen, wir haben ja viel zu viel Theater hier in Paris, da kann man also die Hälfte aller Spielstätten ans KDF übergeben. Und weil Kraft durch Freude als kulturelles Prinzip, ja, nicht? Ja. Das wären zum Beispiel jetzt nach Ihren Erfahrungen vom Rundfunk, wären das gewissermaßen Tänzerinnen von Radio Leipzig, das wäre beispielsweise... Die ganzen Chöre. Chöre, ja, Volkslieder. Ja. Ja. Mhm. Und man kann da auch durchaus... Deutsche Volkslieder und auch französische. Ja, es geht auch, man kann auch durchaus
das Ballett fördern, man kann auch, wie gesagt, Märsche machen. Ich würde also zum Beispiel ein Stück wie Aida, den Triumphmarsch, wesentlich erweitern und ausbauen. Das kann man also alles zeigen. Triumphmarsch in drei Akten. Ja, das kann man durchaus großartig zeigen. Dass, und da kann auch sozusagen unser Geist des Nationalismus richtig zum Tragen kommen auf französischen Bühnen. Sie haben sich ja hier mit den Mitarbeitern von Grand Guignol Theater länger unterhalten, auseinandergesetzt, würde ich mal so sagen. Ja. Ja. Und da ging es darum, wenn man den Ödipus hier ja, auf das, die Bühne des Grand Guignol Theaters bringt und er soll, dann würde sich das konzentrieren, das Drama, das, nachdem 5 Minuten lang der Rahmenhandlung erzählt ist, wie die Technik geht, wenn er selber sich das Augenlicht nimmt. Ödipus blendet sich selbst. Das ist ja gar nicht so leicht. Das ist überhaupt fast unmöglich. Ja. Denn ich meine, in dem Moment, wo durch die erste Verletzung der Hornhaut die Blindheit eintritt, taste ich hier herum und es ist furchtbar schwer, mich dann noch zu blenden. Ja? Zu orientieren, nicht? Ja. Ja. Also das kann man kaum selbst. Ja? Das kann man nur wahrscheinlich ruckartig machen, indem man, wenn man zum Beispiel 2 Messer oder ein, ich weiß nicht, ob er auf beiden Augen sich gleichzeitig blenden will, so genau weiß ich, kenne ich Ödipus nicht, aber jedenfalls, dass man feststehende Sachen hat, wo man sozusagen sich hineinwirft, drückt. So wie Varus sich in sein Schwert stürzt. Ja, und nicht das Schwert führt. Deswegen haben die ganzen Soldaten oder Offizierselbstmorde im Römischen Reich immer das Stürzen in das Schwert. Das Schwert war fest, ja, und man stürzte sich hinein, weil das andere funktioniert nicht. Weil ab einem gewissen Punkt die Hand nicht mehr stößt. Weil sozusagen ein Wille ja, im Menschen ja, ja, die Selbstexekution eigentlich innerlich ablehnt. Richtig, richtig. Und so muss durch das Körpergewicht, das fallende Körpergewicht durch die Erdanziehung sozusagen das einmal fallen gelassen. Die Gravitation tötet mich, aber nicht ich töte mich. Ja. Und das ist jetzt noch bei 2 Augen. Ja, nicht würde doch die Verletzung des einen Auges bereits einen solchen hellen, heißen Schmerzstrahl entwickeln, dass ich gar nicht mehr fähig bin. Ja? Richtig. Nicht, also nicht wegen so einer Handlung, wie sie in Ödipus berichtet ja, wird. Ja, bloß wie gesagt, der Ödipus, der ganze, vom Komplex mal abgesehen, ist für uns gar nicht so wichtig. Und der moderne Folterknecht. Es ist moderne, keine Folter. Ja, es ist keine Folter. Sie würden ja auch zum Ausdruck Knecht, Standartenführer ablehnen. Ja, ja. Ja, Sie sind ja keine Knechte. Nein, und vor allem ist es auch keine Folter. Wie würden Sie sich bezeichnen? Als Folterherren? Wir sind die Herren der Bestrafung, nicht der Folter. Die Folter ist sozusagen... Das wird von anderen so empfunden. Und sie wird ja modern ganz anders aufgefasst. Also Sie würden ja sich geradezu totlachen über das, was ein mittelalterlicher Inquisitor macht mit einer Hexe. Ja? Das würden Sie ja nicht für zur Wahrheit führend, nicht erfolgsversprechend halten. Nein, nein. Nur ist es wiederum da was anderes. Der Inquisitor... Die gehen ja rational um. Der will ja nicht einen von dieser gefolterten Dame ein Geheimnis erfahren, das er auswerten kann, sondern
Es geht ja hier um eine Gewissenserforschung, die sozusagen, ob so oder so verlaufend, Strafe beinhaltet. Ja, also die Hexe eine kann... Eine weggenommene Strafe. Die Hexe kann gestehen oder nicht. In beiden Fällen wird sie bestraft. Und das ist ja jetzt nicht die Haltung eines rationalistischen, modernen, ja, Untersuchungsführers. Nein, ich will entweder etwas erfahren, dann muss ich dafür sorgen, dass ich es erfahre. Und die Methode ist völlig unwichtig. Oder ich will strafen, das heißt töten. Ja, und da... Dann ist die Folter ein Umweg. Das ist die Folter ein störender, lästiger Umweg. Und die störungsfreie Bekämpfung des Gegners. Die, ja, Überwindung des Gegners, indem ich seinen Willen breche. Ja. Ja. Und mir aneigne. Ja. Das ist gewissermaßen die auf der Aufklärung beruhende, ja, von Clausewitz abgeleitete, ja, Haltung eines SS-Mannes. Ja, genau. Denn ich meine, wir müssen einfach zielgerichtet tätig sein. Und wenn einer da in ihren Reihen, ja, jetzt Lust dabei verspürt, ja, dann würden sie es ablehnen. Würde ich ausstoßen. Jetzt einen Kongress, zu dem Sie aufbrechen in Pavia. Ja. Ja? Il male e la cultura tedesca. Das Böse und die deutsche Kultur. Ja? Ja. Was werden Sie dort vortragen? Man muss keine Angst haben vor dem Bösen. Man muss keine Angst haben vor dem Bösen. Die Funktion, die fruchtbare Funktion des Bösen, ja, die ja überhaupt erst kulturelle Leistungen ermöglicht und hervorbringt. Aus dem Guten allein kommt keine Kultur. Auch bei einem Theaterabend keine Spannung. Das sowieso nicht. Das, ja, Pfeffer und Salz der Handlung ist das Böse. Aber immer. Was würden Sie das Böse nennen? Woran erkennt man es? Das Böse ist eigentlich die Grundsubstanz des menschlichen Handelns. Ja, das Gute ist sozusagen nur nützlich, um das Böse zu erkennen. Die Ursuppe der Evolution. Oder umgekehrt. Ja, das Gute ist nur erkennbar durch das Böse. Ja, die Grundbestimmung des Menschen ist sicher das Böse, wobei ich mal das Böse etwas anders thematisieren möchte. Es ist die Bewegung. Also nicht der Gegensatz von Stillstand. Ja. Also wenn Sie zum Beispiel, da merken Sie es besonders gut, wenn ich raufschaue zum Sternenhimmel, dann sage ich, ach, welches Bild des Friedens, wie schön, ja. In Wirklichkeit herrscht dort oben Mord und Totschlag, ja. Und es ist sozusagen das Böse in reinster Form, was sich da oben abspielt. Galaxien, ja, verschlingen einander, ja? Ja. Sterne stoßen zusammen, gut, und zersprengen sich. Gut, und in der Entfernung und... Und alles ist zu kalt da oben. Ja? Ja, und verfremdet gesehen wirkt es dann für mich wie schön und wie friedlich. So, und diese Täuschung, ja, will der Nationalsozialist durchbrechen. Ja, ja. Der will sagen, die Kälte der Sterne, die Welteistheorie. Ja, ja. Gut, haben wir mal beiseite. Er erkennt sozusagen die Zusammenhang zwischen Gut und Böse und die ursächliche Abhängigkeit voneinander. Und in den Sonnen selbst ist es zu heiß wiederum. Ja? Ja. Übergangslos. Aber das ist auch böse. Ja. Nicht? Ja. Das Verbrennen ist böse. Ja, ja, es ist kein guter Akt. Das Erfrieren ist nicht gut, das Verbrennen ist nicht gut. Jede Gewalt ist, wenn Sie so wollen, nicht gut. Und davon hebt sich ab, sozusagen, der Mann, der auf der Scholle, auf der eigenen Scholle, ja, nicht seinen Flug zieht? Oder ja, die? Selbst der Flug ist ja eine Gewalt. Ja. Der Flug schneidet die Erde, ja, er streichelt sie nicht. Ja, sondern er schneidet durch die Erde und durch das Umwerfen der Ackerkrume entsteht fruchtbarer Boden.
Ja, wenn er das nicht täte, würde kein fruchtbarer Boden entstehen. Das war jetzt hier eine schöne Schulung, ja, nicht in nationalsozialistischer Grundhaltung. Ja. Können Sie das mit dem Botschafter, ja, oder mit Herrn Sieburg und so in der Botschaft so? Mit Sieburg ja, nicht mit allen. Nein. Das kommt natürlich auf den kulturellen Stand der Herren an. Und mit Schwennecke? Mit Schwennecke ja. 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 Trotz gegensätzlicher Meinung. Trotz Sie kommen zu extrem Meinung, verschiedenen ja, Ergebnissen. Ja. Schwennecke ist ein, wenn Sie so wollen, ein hochgebildeter Mann. Er hat sozusagen einen Sinn für diese Zusammenhänge. Hilft Bildung gegen deutsche Grausamkeit? Nein. Ist gar nicht dafür da. Nein, das Wort deutsche Grausamkeit möchte ich aber ablehnen. Es gibt keine deutsche Grausamkeit, sondern es gibt Notwendigkeiten. Von Ihnen kommt der Satz, ja, es geht um die Evolution, um die Fortsetzung der Evolution mit anderen Mitteln. Ja? Ja. Und damit meinen Sie, dass auch die Gewaltfähigkeit der Menschen ja, sich entwickelt, dass sie in Korrelation steht mit dem Politischen. Das heißt, und politische Dramen unter Horroreinsatz, das ist Ganguignol. Ja, sollte ja. man auch mit wobei, Musik vorführen. Wobei wir ja feststellen müssen, wenn wir die Entwicklung der letzten Jahrtausends betrachten, dass die Ausübung physischer Gewalt in Richtung Folter, Horror, ja beim Einzelnen abgenommen hat. Und beim Kollektiv zugenommen hat. Beim Kollektiv das zugenommen hat. Das heißt also, einer 15-Zentimeter-Granate ja, zermalmt Gliedmaßen in einer Weise, wie ja. kein Henker das hätte tun können. Wie Richtig. Das Rattes nicht hätte tun können. Richtig. Aber das geht immer nur an, wen es angeht. Und es wird anonym. Es wird anonymer. Anonymer ja. und wen es angeht. Das heißt, die Granate weiß nicht, wen sie trifft. Richtig. Und der Abschießende auch nicht. Auch nicht. Könnte man mit einer 17,5 oder 12,5 Zentimeter Geschütz, könnte man da einen konkreten Menschen beschießen? Natürlich. Aber treffen nicht. Warum nicht? Kommt doch nur auf den Abstand an. Wichtiges Ziel? Wieso nicht? Geht auch, ja. Aber sicher. Aber man würde sagen, mit Kanonenkugeln auf Spatzen. Genau, das soll ist man teuer. Nicht tun. Teuer. Also teuer, 12,5, weiter gar nichts. Ja, macht man nicht. Naja, gut, ich meine, macht man nicht. In Kriegen, Napoleonskriegen, wurden Deserteure vor Kanonen gebunden. Ja. Wurde pro Schuss ein Mann durchbohrt, ja. Hm. Nicht, also. Sepa-Aufstand, ja? Ja, also das, das heißt, macht man nicht, ist es eben teuer, nicht? Ja. 5 Schuss auf einen Hirschen, unmöglich. Ja. Wenn es ein Geschütz ist. Ein Schuss.